beeindruckende Fahrzeuge aller Orten und noch viel, viel mehr für alle Arten von Abenteurern im Freien. Das gab es auf der Abenteuer-Survival-Messe in der Lochmühle in Eigeltingen. Ralf Urbanek präsentiert als Veranstalter Best-ofs für eine große Bandbreite an Reisenden. Ich glaube, es vereint alle so dass die Sehnsucht nach Freiheit. Und wenn man von Abenteuer redet, für den einen bedeutet es das Thema Survival und Bushcraft. Der versucht also, sich mit einfachen Mitteln vielleicht in der Wildnis zurechtzufinden. Ein sehr intensives Abenteuer. Der andere macht Fernreisen. Und diese beiden, die finden sich hier. Die Fernreisenden, das sind die, die mit Offroad- oder Expeditionsmobilen vielleicht in der Wüste unterwegs sind. Es sind Motorradfahrer, die quer durch Eurasien pilgern. Es kann aber sogar ein Quadfahrer sein, der mit einem Anhänger unterwegs ist und dort sein Domizil dabei. Guck mal. Von dort ab ziehst du 20 cm, nicht länger. Wenn du darüber hinaus ziehst, brauchst du eine stärkere. Das geht zwar, aber dann leidet der Kunde. Und jetzt nimmst du es einfach selber in die Hand und ziehst. Nicht nur sein Domizil will so mancher Abenteurer dabei haben, sondern sehr, sehr viel mehr. Geschickt und manchmal notwendig können diese Dinge sein, doch kann man auch mit ganz wenig überleben. Also es geht draußen eigentlich darum, dass ich den Leuten zum Beispiel beim Überlebenstraining zeige, dass man mit nichts am Körper draußen überleben kann. Also wir verlernen das ja, also ich sage immer wir, damit meine ich uns Menschen, wir verlernen das ja, viele mögen draußen gar nicht schlafen. Es gibt so, dass man dann zeigen kann, dass man aus Hölzern sich zum Beispiel eine Bank bauen kann oder man kann sich aus Hölzern einen Bogen bauen oder alles Mögliche. Und das versuche ich den Leuten eigentlich zu zeigen. Also es gibt Sachen, die verkauft werden, die einfach gar nicht nötig sind, aber andere haben entdeckt, dass es halt ein kommender Markt ist. Und deswegen würde ich sagen, ja, also es wird immer mehr. Und den Leuten wird auch immer mehr verkauft, dass sie es immer mehr brauchen. Das ist so vielleicht in unserer Gesellschaft allgemein, dass dann gesagt wird, wenn du das nicht mit hast, dann kannst du schon Probleme kriegen. Ja, und dann gibt es wieder jemanden, der diesen Markt bedient. Ja, den Markt bedienen, das tun und wollen sie hier alle in bester Absicht. Und manchmal brauchen die Abenteurer dazu eine Menge Geld auf dem Konto. 100.000 Euro für einen Offroad-Anhänger, das ist dann bald normal. Ich sitze, den hat sonst keiner. Deswegen. Oder hinten so quer schlafen lassen. Ja, sie rolliert so in der Nacht. Ob viel Technik und Ausrüstung oder wenig, ob viel Geld vorhanden oder nicht, einige grundsätzliche Notwendigkeiten einigen alle Abenteurer, welche die Messe besuchen. Was man vielleicht braucht, ist den Mut, einfach auch mal was Neues auszuprobieren. Vertrauen darauf, dass die richtigen Informationen kommen und natürlich auch eine gute Portion Vernunft, dass man da nicht irgendwelche Risiken, unkalkulierbare Risiken eingeht, die einfach nicht nötig sind. Ne? Sich vor Ort einfach Wissen holt von Einheimischen, von anderen, die diese Gegend schon erkundet haben, solche Dinge.